Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Steam-Alphabet, beziehungsweise eigentlich ist es die sechste, egal, zu der neuen Staffel Pronoob Steam-Alphabet mit dem Buchstaben B. Und wie ihr schon sehen könnt, dreht es sich um Barbarian. Das habe ich schon eine ganze Weile im Inventar, also in meiner Bibliothek, habe aber nie gespielt. Und deswegen gehen wir einfach mal auf Spielen. Es soll irgendwas mit Musik zu tun haben und mit, weiß ich nicht. Ich habe eben schon leicht metalige Musik gehört. Bread our hero and local barbarian for hire sleep soundly. Evil castle for sleep pattern. Yet again, Bread is called up to protect the town's prized decorative crystal. Any normal day, Bread would care. But today... lecker, lecker. Tired of grinding XP, saving useless NPCs and living only to destroy? Use some previously misplaced crafting skill and fashioned a little bit of what? Armed with a new gear, he steps outside. Also, wir haben eine. Hallo Flash, ich bin der Tutorial Goblin und möchte dir einige Grundregeln beibringen. Pass gut auf, damit du dich später nicht lächerlich machst, okay? Der erste Schritt sind deine ersten Schritte. Umhergehen mag schwierig erscheinen, aber du schaffst es bestimmt. Zwischendurch Englisch ist auch geil. You can move using the arrow keys via your controller or... I urge you... Okay. Ja. Yay. Blut einsammeln. Ich hoffe, es ruckelt in der Aufnahme nicht, aber unglaublich, du bist ein Naturtalent und scheinst Naturtalent und scheinst ja wirklich laufen zu können. Noten werden automatisch erzeugt, wenn du auf deiner Axt lauter spielst. Wenn du stehst, beginnst du eine Jam-Session und die Noten werden schneller erzeugt. Use your note to summon units until fight. Trigger und X. Okay. Oh, oh. Was? Ich muss hier gerade mal mein Fernseher umschalten, weil ich die Hälfte nicht sehe. Was ist das hier für eine Kacke? Jetzt sehe ich alles. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Okay. Oh, press U to perform attack. Ich habe bis jetzt noch gar nicht geschnallt, was ich eigentlich mache. Ach so, dieser kleine Viech tötet für mich. Du musst zeigen, wie du aus deine Kopfscheine voller Stärke heranzustürmen. Nutze das Gehirn, sag ich, Christian, zu verteidigen, versuche zu überleben. Okay. Es ergibt irgendwie alles keinen wirklichen Sinn. Also, ist das sowas wie Tower Defense? Weil ich ja im Prinzip hier nur... Nur agiere, reagiere, meine Minions hier alles tun. Ich sammle hier nur Loot. Darf nicht getroffen werden.
Ich habe durch diesen Wechsel in Deutsch und Englisch, ich muss auf jeden Fall die Viecher hier aufpassen, dass sie die alles hinkriegen. Ja, Wellen, das sind Wild, das muss Tower Defense sein. Wer ist er denn? Okay, es scheint ein... Ich habe solche Art Spiele nie gespielt, aber es scheint für mich, weil ich Wellen abwehre, ein Tower Defense Spiel zu sein. Das unterbricht hier dauernd und ich weiß nicht warum, ich bin übrigens gleich fast tot. Und drücke nur zwischendurch irgendwelche Fertigkeiten, von denen ich nicht mehr weiß, was sie bewirken. Ich bin Level Up, toll. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art RPG, als ich es gekauft habe. Ich muss den Loot einsammeln, geh weg. Nein, ich bin gestorben. Geplündertes Gold. Okay. Ich kann Upgrades kaufen. Also das ist jetzt tatsächlich mal ein Spiel, das ich mir vorher noch nicht angeguckt habe. Hätte ich das getan, hätte ich wahrscheinlich... Ah. Einheiten. Held. Geschwindigkeit, Gesundheit. Kaserne, Trunkenbold der Stadt. Ich weiß gar nicht, was das alles bewirkt. Meat Stack. Okay, das. Ah! Jetzt. So. Octodad. Sehr interessant. Wir haben alle nur einen Stern. Was ist denn hier gekostet? Kauf mal einen schwarzen Magier. Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? Ich will den kaufen. Jetzt habe ich den Shop verlassen. Verstehe es nicht. Jetzt hätte ich ihn drücken müssen. Ja, wir wollen da nochmal rein. Ich bin noch ein bisschen überfordert, was hier das Gameplay angeht. So. Ich will... Okay, die hatte ich anscheinend schon. Ich dachte, ich müsste die kaufen. Wenn sie den Waschbären verbessern, kann er Gegenstände im Unfall der Stadt einsammeln, wie Speck. Okay, Waschbären sind also ein Loot-Dings. Ah. Damit rufe ich erstmal meine Viecher. Ich verstehe. Macht was für euer Geld. Und nicht ruckeln, weil sonst kann ich hier nichts machen. Es ruckelt hier irgendwie, ich weiß nicht, ob das am Steam Link liegt oder was. Okay, damit betäube ich die. Ich habe, irgendeinen habe ich noch nicht gerufen, den hier. Und ich muss ausweichen, wer beschossen. Oh, anscheinend ist einer durchgekommen. Ach, da oben ist noch eine Minimap, die mir zeigt, wo einer ist. Muss mir auch mal einer sagen. Okay, es ist ich würde sagen, ein Tower Defense Spiel, oder was sagen die Fachleute, die sowas spielen? Ich kenn's halt nicht. Und ich kann hier halt nur so meine Fertigkeiten einsetzen. Ich muss sie halt hier durch die Gegend manövrieren, damit die auch möglichst wenig Schaden nehmen. Und das Gold einsammeln, was natürlich alles nicht so einfach ist, weil das hier tatsächlich ruckelt. Ich weiß nicht, wie so ein Spiel ruckeln kann, aber es muss an der Übertragung liegen. Ich hatte
das mit irgendeinem anderen Spiel auch schon mal versucht. Auch das konnte ich nicht spielen. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich hoffe, dass es nicht in der Aufnahme ist, aber... Oh, diese Ruckler sind furchtbar. So kann man nicht spielen. Oh, das Pisa. Ich muss erstmal die Kleinen hier flippen. Also, ich kann so nicht... Mach den lang. Okay. Und dann kommt nachher noch ein Boss. Es ist, ist nicht die Art Spiel, die ich lange spielen werde. Mach doch mal was. Ich brauche mal einen Bogenschützen, jetzt bin ich gerade so ein Magier gestorben und ich bin gerade selbst gestorben. Also ich muss hier hin und her und tralala. Was kann ich denn für Upgrades kaufen? Weil vorhin konnte ich offensichtlich nichts kaufen. Ich kann auch offensichtlich immer noch nichts kaufen. Lied der Geschwindigkeit, Lied des Angriffs, Team aktiv, Inspiration, Gesundheit. Okay. I get it. Übrigens kommt mir die Hintergrundmelodie so ein bisschen geklaut vor. Achso, jetzt habe ich schon wieder... Gucken wir noch einmal rein. Das ist wahrscheinlich wieder von vorne. Dieses Ding, 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 das ist doch irgendwoher geklaut. Ich kann da bestimmt. Den aufrüsten oder was? Den machen wir auch mal. So, jetzt sind wir eh blank. Oder kann ich hier noch irgendwas? Körperspray, bemerkenswert. Lied des Angriffs. Da haben wir auch nochmal ein Upgrade rein, was immer das effektiv bewirkt. Die zweifache Menge an Goldfelder gehen sie doppelt schnell ins nächste Level und werden so gut dabei aus. Okay. 5 Tonnen. Ja, wir spielen immer noch das gleiche Level. Und ich muss mein Team auswählen, ich habe ja nur die 3. Okay. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Nochmal spielen. Ja, morgens. Und auf Spielen. Ich hoffe, könnt ihr Upgrades erwerben, damit Brad schneller Noten erzeugt. So, jetzt wollen wir uns erstmal... Ach scheiße, ich wollte eigentlich... Den wollte ich haben. Erstmal die beiden Footies holen. Weil alleine kann ich ja nicht viel bewirken. Also ich muss gestehen, das Ruckeln ist ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, ich hoffe insgeheim, inständig, dass dieses Ruckeln nicht in der Aufnahme zu sehen ist. Oh, dadurch renne ich nämlich quasi auch in die Attacken rein. Das heißt, wenn das flüssig laufen würde, hätte ich da gar keine Schmerzen mit. Boah, hat das geruckelt, alter Schwede. Jetzt können wir uns den dritten im Wunder auch nochmal holen. Und komm, Dicker. Sind wir alle dick. Und die haben, auch diesmal haben wir die erste Welle auf jeden Fall vernünftig geschafft. Also, ich würde sagen, eindeutig, ich habe eine Basis, die ich zu verteidigen habe. Ich befehlige im Grunde Minions. Oh, und ich kämpfe mit Mikro, mit Rucklern hier in so einem Art Spiel. Das ist schon
schon etwas obskur. Aber ich meine, das Soundtrack ist cool. Oh, Level Up. Soll ich die kleinen Viecher hier tot kriegen? Okay, damit sammeln wir die. Schön das Loot einsammeln. Es ist sehr interessant, also das ist eine... Es war das jetzt der Boss. Also mit diesen Rucklern, die können mich tatsächlich mal das Leben kosten hier. Dritte Welle. Ich will die Videos hier immer gar nicht so lange gestalten, aber... Gucken, was wir hier so bereisen können. Weich hier nochmal aus, Jungs. Oh, Noten. Oh. Ein bisschen Angriffskraft mit X, glaube ich. Oder schneller. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber... Immer Loot. Oh, da hinten ist einer. Oh, oh. Der greift hier gleich an. Das wollen wir ja nicht. Es ist ein sehr interessantes Spielprinzip, aber es bringt mich gerade um den letzten Nerv, dass das hier ruckelt. Oh, so kann man nicht, kann ich nicht spielen. Also wie gesagt, ich hoffe, wiederhole mich nochmal, dass das hier nur ruckelt, weil ich, obwohl wenn das wirklich vom Steam Link herkommt und deswegen ruckelt, alter Schwede. Dann wird er das wahrscheinlich auch so aufnehmen. Ich habe das schon auf ausgewogen Übertragung, also nicht auf High-End. Und ich meine, das ist ja noch echt keine High-End-Grafik, ne? Wo ist er? Mir scheint es nämlich so, als wenn die Eingabe hier zwar zeitnah erfolgt. Ich werde es mal mit Schießen. Wow, da hat sich schon einer durchgemogelt. Ah, siehst du, aber ich bin auch zigmal in die Schüsse gerannt, weil ich gar nicht ausweichen konnte, weil das hier Bild-Spielaussetzer hatte. Das wird mit Sicherheit am Rechner nicht passieren. Das scheint hier durch den Steam Link zu passieren, durch das Netzwerk. Warum es bei so 0815 Spielen passiert, ist mir nicht bewusst. Aber ich könnte jetzt hier halt noch weiter upgraden und irgendwann schalte ich von einer anderen Figürchen frei. Auf jeden Fall rein vom Spielprinzip. Hab das ja mitbekommen. Ist sehr interessant. Werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie am PC mir nochmal zu Gemüte führen. Weil man da dann vielleicht auch was bereisen kann, weil ich nicht so schnell abkacke. Oder ich muss hier mal was in der Internetleitung tun, dass es halt nicht so abschmiert. Wie dem auch sei, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen und seid auch bei der nächsten Ausgabe des Steam Alphabets dabei oder auch bei allen anderen Videos, die ich so mache. Guckt euch Bloodborne an oder guckt euch, wie dem auch sei. Und Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht abonniert habt, müsst ihr noch abonnieren. Und wenn ihr euch dann... Tschüss, bis zum nächsten Mal.